Ozan, ich hab's jetzt. Radetzky macht den Neuer. Vielleicht bestrafen wir das da. Hut und Origi. Einfach mal drauf. Ja. Ja. Ja! Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind Deutscher Meister 2016 und heute gibt es in dieser Episode die letzten drei Spiele der Bundesliga und natürlich nicht zu vergessen die Meisterfeier für uns Schwarz-Gelbe. Die letzten drei Spiele dieser Saison sind gegen den VfL Wolfsburg nochmal ein richtiges Top-Duell und danach gegen Frankfurt und den ersten FC Köln. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn wir wieder 1000 Likes schaffen wie die ganzen letzten Episoden, wäre das richtig, richtig geil. Würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung ist ein Link zu IG Vault. Schaut da vorbei für günstige Münzen mit dem Rabattcode MaxGamingTV. Bekommt ihr momentan noch 8% Bonus, denn es ist momentan noch Team of the Season und es ist das Best-of-Team of the Season raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich nehme das hier im Voraus auf und dementsprechend könnte das momentan da sein und dann lohnt es sich natürlich besonders heftig. Mit dem Rabattcode MaxGamingTV 6% auf die Bestellung. Geht also richtig ab. Instagram und Twitter sind da auch. Und gerade für den Liverpool-Karrieremodus, wenn der euch interessiert, solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Denn auf Instagram, Twitter und hier auch auf YouTube wird es die Abstimmung geben, wenn ich vorproduziere und die Videos noch nicht revealed sind, aber ihr trotzdem partizipieren wollt. Ich sehe gerade, das letzte Spiel gegen Köln ist ein Heimspiel. Das heißt, wir haben beim letzten Spieltag die Meisterfeier. Richtig herrlich. Ich glaube übrigens, Hashtag herrlich ist das... Ich glaube übrigens, Hashtag herrlich ist der Begriff für diesen Karrieremodus und herrlich ist auch dieses Training Oxford. Ja, steigt in einigen Stats und auch die anderen Ergebnisse sehen ordentlich aus. Dembélé ist kurz vorm Upgrade und auch Passlack mit guter Leistung. Ich hatte hier gerade tatsächlich Marc-André ter Stegen drin, aber der ist schon ein Ultimate-Team, wie ich momentan leider feststellen muss, so eine unglaubliche Bratwurst, dass ich den niemals kaufen werde. Wir haben Jugendscout-Bericht, das heißt, es ist das letzte Mal, dass unser Scout ist auf dem jeweiligen Land hier berichtet und wir müssen ihn danach woanders hinschicken. Wohin, das werde ich dann mal sehen. Die Spieler waren nur leider alle scheiße. Hoffentlich wird es bei Maric ein bisschen besser. Hier haben wir zumindest zwei annehmbare, und zwar einmal Petrovic und darunter seht ihr das gerade schon, Cvitanovic. Wolfsburg hätte unser Konkurrent schlechthin werden können, steht momentan auf der Tabellenplatz 5, dementsprechend ginge es für die in die Euroleague. Und wir gucken mal ganz nach unten, Abschießkampf, Hannover, sehr realistisch, mit 20 Punkten davor Darmstadt und Ingolstadt. Hannover muss alles drei gewinnen, die davor alles verlieren, damit sie überhaupt noch in den Relegationsplatz kommen können. Und auch für die anderen beiden sieht es nicht gut aus, aber Stuttgart steht unten. Und Überraschung, Überraschung, Hertha auch. Die Tabelle kann uns ja aber mehr oder weniger egal sein, denn wir sind ja sowieso schon Meister. Und deswegen geht es jetzt rein ins Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Und das haben wir auch schon wieder. Schauer im Signal Iduna Park. Kein schönes Wetter, kein schönes Fußballwetter, aber, und bei uns steht das ganze Spiel heute nicht unterm Regenstern, sondern unter einem ganz anderen Stern. Und dieser Stern heißt Jugend forscht. Wir haben heute eine ganz, ganz junge Elf und wie die aussieht, schauen wir uns gleich mal an. Timo Horn, Matze Ginter, Marian Saar in seinem ersten Spiel für mich. Rhys Oxford, Erik Durm, Ojan Özyakub, Mahmoud Dahoud, Ousmane Dembélé, Marc Stendera, Felix Paslak und Romelu Lukaku. Habe ich Ojan gerade schon wieder falsch ausgesprochen? Ojan Özyakub. Wolfsburg mit Benaglio, Jung, Dante, Naldo, Schäfer, Gustavo, Gila Vogi, Arnold, Vierinja, Kruse und Caligiuri. Keine Überraschung. Ich glaube auch ehrlich gesagt, für die geht sogar noch um was. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider, passend zum regnerischen Wetter. Und damit springen wir rein in diese Partie und holen uns nochmal drei Punkte mit unserer Jugendmannschaft. Die erste Annäherung kommt vom vielleicht talentiertesten Wolfsburger, Maxi Arnold. Aber das war noch nicht so extrem gefährlich. Das war vor allem mit dem schwachen Rechten. Ja, Marian Saar mit einer guten Balleroberung. Jetzt vielleicht mal der Ball auf Romelu Lukaku, der keine richtige Anspielstation hat, aber rauslegt auf Stendera, der direkt mit der Flanke, aber Naldo ist dazwischen. Zumindest war der erste Angriff, der vorgetragen wurde. Dahoud, ja, das war so auch der erste Torschuss jetzt. Nicht gut verteidigt. Da kommt der Schuss. Oh, da ist es 1:0 für den VfL. Max Kruse hat es gemacht. Ich wollte gerade eigentlich sagen, es passiert bei uns in der Offensive noch nicht viel, es klappt noch nicht alles, was ja aber auch verständlich ist. Beim VfL geht aber auch nicht viel. Und dann kommt ein Stellungsfehler defensiv und ausgerechnet der Disco-Gänger macht das 1:0. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Ja, da macht Saar den Fehler, geht in die Mitte und im Endeffekt hat er dann freie Schussbahn. Passiert. Stendera auf Paslak und der mal mit Platz. Ja, okay, die Idee war total dämlich, viel zu schwach gespielt. Dembélé versucht's mal, wäre da fast noch vorher gefoult worden. Die erste Halbzeit ist gleich rum, es steht 0:1, aber ich bin ehrlich gesagt recht zufrieden dafür, dass wir so ein junges Team haben, es um nichts mehr geht. Geht es eigentlich ganz okay, was wir hier zeigen. Ach, jetzt hätte sie nicht abpfeifen müssen. Stendera, schöner Versuch. Der hat die erste Saison jetzt nicht so viel gespielt, wie er hätte spielen können oder vielleicht auch sollen.
Aber er hat es auf jeden Fall drauf. Die Ecke von Özyakup. Und da steht Dembélé, der nicht rankommt. Aber immerhin nochmal zweimal nachsetzt. Der Ball ist drauf. Also bei Wolfsburg geht gar nichts mehr nach vorne. Die spielen nur nach hinten rum und verwalten das 1-0. Was mich darauf schließen lässt, dass sie die Punkte wirklich brauchen. So, da ist Lukaku. Das ist jetzt Dembélé. Dembélé. Oh, 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 oh. Warum fällst du denn nicht hin, Junge? 72 Minuten rum. Wir wechseln dreifach. Bei Wolfsburg geht der Torschütze Max Kruse raus. Bei uns gehen Özyakup, Lukaku und Paslak raus. Und Duksch, Ben Yedder und Origi kommen. Oh, Ben Yedder, Ben Yedder, 1-1, 77. Minute. Es ist eigentlich echt eine absolut lustige Geschichte, weil ich den Jungen gar nicht einwechseln wollte. Eigentlich wollte ich Pulisic einwechseln, aber dann habe ich schon bestätigt, da habe ich gedacht, okay, wir liegen eh zurück. Dann lässt der Ben Yedder drin und hier kommt der Pass von Dahoud. Ben Yedder nimmt den Klasse an, macht den Klasse rein. Besser geht's doch gar nicht. Oh, Regie mit der Balleroberung, okay, hätte ich vielleicht anders spielen sollen. Setzt da Duksch ein, das war eine falsche Entscheidung. Die Ecke jetzt von Stendera, oh, der kann Standards, das weiß ich. Das zeigt er hier aber nun mal gar nicht. Guckt euch das an, die sind so verunsichert. Das ist richtig lustig. Wolfsburg spielt 0 nach vorne, die stehen im eigenen 16er und spielen sich da die Bälle zu, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Am besten nutzen wir das jetzt noch auf und zerstören die noch richtig, machen das 2-1. Jetzt kommt der Ball auf Duksch. Gegen Naldo will den Übersteiger nicht machen, aber vielleicht einfach der Abschluss, das wäre auch zu schön gewesen und zu einfach. Guckt ihr das an, wie sie hinten rumspielen, aber das Mauern hat Erfolg. Wir spielen unentschieden im drittletzten Spiel dieser Saison. Jugend forscht immerhin mit einem Punkt gegen den VfL, der am Anfang forsch nach vorne gespielt hat, aber danach absolut nur noch defensiv stand. Ben Yedder hat es bestraft, hat den Ausgleich nach Einwechslung gemacht. Die Fans ein bisschen enttäuscht, ob des Regenwetters und ob nur des einen Punkts, aber eigentlich können sie feiern, denn wir sind sowieso schon Meister, aber irgendwie ist die Realisierung davon noch nicht so ganz da. Soll mir aber egal sein, denn wir werden auf jeden Fall jetzt ins nächste Spiel gehen, da nochmal einen Gegner zerstören und dann schauen wir mal, was dann so geht. Jetzt auf jeden Fall erstmal 1-1 gegen, ja, ich sag mal durchschnittliche Wolfsburger. Die anderen Spiele. Hannover ist abgestiegen, verliert gegen Schalke mit 1-2. Hamburg gewinnt gegen Mainz mit 1-0. Bremen gegen Stuttgart mit 0-1 verlieren die. Das heißt, Stuttgart rettet sich wahrscheinlich und Leverkusen verliert gegen Hertha mit 0-1. Das heißt, die retten sich auch. Wir gucken uns die Tabelle einfach unten mal an. Und da sehen wir, Bremen ist jetzt ja noch in der gefährlichen Zone, zumal Ingolstadt noch nicht gespielt hat. Und Stuttgart, ja, Stuttgart ist, na, wobei, Ingolstadt kann auch noch Stuttgart einholen. Und Hertha. Und theoretisch auch Augsburg. Also, das ist echt noch spannend. Work hard, train hard, work hard, train hard, we work hard, train hard. Horn mit einem B, Paslak mit einem C. Ja, Oxford auch. Und zweimal D bei Özyakup und Dembélé. Kleiner Freestyle. Wir gehen in der Tabelle einfach nur mal ganz schump einen Platz nach unten und spielen jetzt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das könnte auch auf jeden Fall interessant werden. Sind Sechster. Wir sehen tatsächlich, für Wolfsburg ging es noch um was. Die wollen nämlich nach Europa in der Champions League. Frankfurt muss auch noch zittern, denn die sind noch nicht safe in der Euroleague und deswegen wollen wir denen das Leben erstmal schwer machen. Stendera spielt gegen seinen Ex-Verein, hat sich gerade gut präsentiert. Mal sehen, wie es diesmal laufen wird. Springen wir rein. Ich glaube, ich bin bescheuert. Spaß, wir spielen gegen Frankfurt, es ist schon wieder am Regnen, aber das soll uns nicht aufhalten, wir machen wieder Jugend forscht und heute nochmal mit einer ganz anderen Aufstellung. Stendera ist auf jeden Fall im Fokus bei uns, denn er spielt ja gegen seinen Ex-Verein bei Frankfurt. Radetzky, Injovski, Ayhan Abraham, Otschipka, Reinhardt, ehemaliger 96er, Xabi Husti, Marco Fabian, Enis, Benhatira, Makoto Hasebe und Lukas Tainos. Das heißt, weder Alex Meyer Fußballgott noch Haris Seferovic. Das erleichtert mich zumindest schon mal ein bisschen. Borussia Dortmund mit Horn, Durm, Toprak, Oxford, Saar, Stendera, Dahoud, Paslak, Dembélé, Divock, Origi und Marvin Duksch. Ja, über Toprak spielt mal. In der jungen Elf. Ja, ein bisschen bitter für ihn. Starten wir rein. Es muss besser laufen als gegen Wolfsburg. Zumindest das ist meine Erwartung. Da sind wieder diese unglaublich gefährlichen Ballstaffetten hier gerade vom Legende-Computer. Wenn man die nicht unterbindet, wird es richtig krass. Aber Toprak ist da und zeigt gleich mal, dass er nicht so schlecht ist, dass er nur auf der Bank sitzen sollte. Ja, und macht sogar hier mal ein richtig schönes Solo. Weiter geht's, weiter geht's. Und jetzt der Pass in den Lauf von, ja, Durm. Ist ja gelernter Sturm. Oh, Origi, nee doch. Ach, als ob der alte Mann noch so schnell wäre. Dembélé ist da und rennt ihm dann den Ball weg. Ja, und das ist typisch Husti. Bloß nicht nach hinten arbeiten. Nee, das war ein Foul. Mann, irgendwie werden solche Dinge gegen mich immer gepfiffen, aber für mich nie. Der Junge hat den Wenderadius eines 40-Tonners. Paslak. Ja, das wäre echt nice gewesen. Versucht den Doppelpass. Oh, 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 Makoto Hasebe.
Die erste richtig gute Offensivaktion auf Seiten der Frankfurter, aber gibt nur einen Eckball von Xabi Huschti, aber da können sie theoretisch auch richtig gefährlich sein. Aber Horn sollte da sein, jawohl. Radetzky macht den Neuer. Vielleicht bestrafen wir das da. Hut und Origi. Einfach mal drauf. Ja. Ja. Ja! Nein, doch nicht. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Origi und. Oh, Marvin Ducksch. Oh, oh Mann. Ich glaube, der macht sein erstes Tor für uns nie mehr. Da ist Origi und in der Mitte wäre Ducksch gewesen. Jetzt versuchen wir es mit Durm und zwar Volley. Und da ist Ducksch und das ist Elfmeter. Kein Elfmeter. Okay. Wir haben Halbzeit. Nicht viel passiert außer dem 40-Meter-Tor-Attempt. Wird übrigens auch ein Titel stehen. Einfach mal, um euch zu provozieren. Mal sehen, was er darauf so antwortet. Ach, ja, ja. Solche, ja, ja, ja. Solche Gegentore kriegst du immer. David Abraham. Die sind so blöd, diese Gegentore. Aber du kriegst sie halt. Das ist auch schwer zu verteidigen nach der Ecke da von Haseba. Du meine Güte, wir standen da. Savas, glaube ich. Naja, da wird der Torwart noch behindert und da Hut zieht den Kopf weg. Ach, naja. Was soll's? Da Hut und Ducksch, ja. Semi-gefährlich. Ich weiß, dass Frankfurt sich jetzt. Also, das war deren erste vernünftige Chance, abgesehen von der von Hasebe. Und ich habe das Gefühl, die werden sich jetzt natürlich komplett hinten reinstellen, genauso wie es gerade Wolfsburg gemacht hat. Und einfach nur noch hinten rum spielen. Wir sehen hier gerade schon die ersten Anfänge davon. Also, ich bin doch nach vorne. Aber im Notfall habe ich Benjeda auf der Bank sitzen. Doppelwechsel bei unseren Jungs. Bojan und Pulisic kommen für Ducksch und Sar rein. Ducksch hatte seine Chancen, hat sie nicht genutzt. Zu schade eigentlich. Dembele mit dem ersten Tor. Kaum ist er mal auf der anderen Seite, auf der rechten des Platzes, macht er direkt sein Tor. War mehr Glück als Verstand eigentlich, weil so war das definitiv nicht geplant. Hier setzt er sich irgendwie mit dem Job durch, kommt nochmal an Ball ran, macht einen rein, wunderbar. 1:1. So wollte ich das so haben und jetzt foppen wir Frankfurt, machen wir das 2:1. Es geht gegen den ersten FC Köln. Nächsten Bundesligaspiel. Origi auf Pulis. Oh Gott, war der Abschluss schwach. Und es kommt nochmal zu einem Spielerdebüt. Unser Matchwinner geht runter, Ousmane Dembélé. Und dafür kommt ein Neuer rein, und zwar Rimon. Das ist unser Jugendspieler, der nicht ganz so extrem gut ist, aber auf jeden Fall Potenzial hat und jetzt mal in sein erstes Spiel reinkommt. 1,89 groß, Flügel, Flitzer vielleicht nicht unbedingt, aus Frankreich aber auf jeden Fall. Und da haben wir direkt schon mal stehen. Mal sehen, was der jetzt noch in den letzten Minuten so bewirken kann. Bleiben wir direkt mal am Ball im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm. Hier geht in die Mitte, macht das gut. Jetzt der Pass auf Bojan, auf Bojan, auf Bojan! 2:1! Die ersten paar Ballkontakte von Rimon und er macht die Vorlage. Na, das ist natürlich herrlich. Bojan zeigt seine Qualitäten, er zeigt, dass er doch bleiben will. Und Rimon hat einen richtig genialen Einstand als Profifußballer. Wunderbar natürlich auch gedreht und wir stürzen Frankfurt ins Tal der Tränen. Vielleicht zieht Mainz jetzt an den vorbei, weil Bojan eingewechselt und ja, Ousmane Dembélé mit seinem ersten Bundesliga-Tor hier zweimal treffen und den Rückstand. Horn! Ah! Das kann ich fast schon. Wie geil! Also, wie kann man den denn nicht machen? Oh, wei, oh, wei. Da hatte Frankfurt in letzter Sekunde nochmal die Chance, hier den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber sie machen es nicht. Dank Timo Horn und dank eines komplett inkompetenten, ich glaube, es war sogar Schabold Huschti, was unfassbar lustig für mich persönlich ist. Aber gut, im Endeffekt gewinnen wir hier 2:1 in Frankfurt, haben nochmal ein richtig schönes Jugendfortspiel gehabt. Jetzt geht's gleich im letzten Saisonspiel zu Hause gegen den ersten FC Köln. Es gibt dann die Meisterfeier. Bojan hier unser, im Endeffekt doch dann wirklich der richtige Matchwinner. Winner halt im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem 2:1 Siegtreffer nach 88 Minuten. War ein schönes Spiel. Bin gespannt, was er im letzten so zeigen können. Da springen wir jetzt rein und vorher gehen wir nochmal ins Menü zurück. Die anderen Partien, wir kennen das ja die letzten beiden Spieltage immer zeitgleich. Hannover gegen Hoffenheim 1:1. Schalke gewinnt gegen Augsburg, Mainz verliert, gewinnt gegen Stuttgart, Hertha verliert. Jetzt habe ich nicht gerade alles gesehen. Wie sieht es im Tabellenkeller aus? Naldo fällt 2 Wochen aus, ist mir vollkommen egal. Ich will das hier sehen. Blablabla. Gehen wir nochmal zurück. Schauen nochmal hier drauf und sehen Hannover sowieso abgestiegen. Ingolstadt jetzt hinter Darmstadt. Eiwei. Und ja, abgestiegen. Darmstadt-Relegation. Ja, Darmstadt oder Ingolstadt-Relegation. Ansonsten haben sie alle gerettet. Herrlich. Ui. Kein Jugendscouting. Das ist fein. Hatte ich auch noch nie. Wir trainieren wieder unsere Mannschaft und hoffen, dass hier irgendwann ein Upgrade bei rumkommt. Ein Upgrade. Ja, und wieder ist es nur Reece Oxford, der hier nah dran ist. Der wird beim nächsten Training es wahrscheinlich fulfillen. Ansonsten nur Ds und ein Özyakub C. Ein Özyakubsches C. Ozan. 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 Ozan.
Hashtag herrlich war übrigens der Kommentator, bei dem ich das gelernt habe in dem Best-of-Video. Das war nämlich ein Freistoß. Ozan! Das war richtig lustig. Wir motivieren unsere Mannschaft vom letzten Spiel, wie sie das gehört. Wir drehen uns gleich mit der besten Elf der Saison an. Die Team of the Season, so gesehen. Könnte ich auch einen Titel schreiben. Team of the Season Reus? Fragezeichen, Ausrufezeichen, nochmal. Die Belgier halten nochmal einen halben Torwart für uns parat, der 1,69 groß ist. Naja. Es werde Licht. Das ist jetzt das Gute oben vor der Partie gegen den 1. FC Köln. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Köln ist momentan auf Tabellenplatz 8 oder 9 abgerutscht, sogar auf 10 abgerutscht, während die zwischendurch vor Horn wechselt ist, ja noch relativ weit oben standen. Haben nur noch 12 Punkte Vorsprung vor dem Bayern, trotz eines Unentschiedens gegen Wolfsburg, was ja irgendwie für Bayern ein bisschen bitter ist. Aber gut, wir wollen natürlich die Mannschaft mit den meisten Toren sein, mit den wenigsten Gegentoren haben wir schon mal safe, aber wir wollen die meisten Tore haben. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal treffen, dafür tun wir alles. Und ich würde sagen, wir springen rein mit unserer besten Elf in die Partie, oder unserem Team of the Season in die Partie gegen Köln. Ab geht's! So, Freunde, letzter Spieltag der Bundesliga. Die Sonne lacht über dem Signal Iduna Park. Die Fans sind nochmal in absoluter Höchstform. Und wir werden heute die Meisterschaft der Saison 2016 feiern. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Hier sehen wir es nochmal eindrucksvoll in der Tabelle. 12 Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag. Nur die Tore sind wir, ja, beziehungsweise bei den Toren sind wir noch gleich auf mit den Bayern. Das wollen wir heute natürlich auch noch ändern. Die Spieler im Fokus. Der erste in der Bundesliga bei den Vorlagen, das ist Marco Reus. Modest hat im letzten Spiel zweimal genetzt, aber unser Spieler natürlich doch nochmal ein Stückchen besser als der Franzose. Horn, Piszczek, Mustafi, Oxford, Rodriguez, Özyakub, Bender, Volland, Reus, Wissam Ben Yedder und Romelu Lukaku. Das ist unsere Elf der Saison 2015-2016. Ja, richtig. Ben Yedder vor Bojan und Ben Yedder auch vor Kagawa. Das war ein ziemlicher Nobeltransfer oder Edeltransfer dafür, dass wir den oft auf der Bank gelassen haben. Beim 1. FC Köln vielleicht auch die Team of the Season. Nein, definitiv nicht. Ach ja, Horn ist ja weg. Kessler, Heinz, Mavrai, Marot, Zoller im Mittelfeld mit Svento, Kevin Vogt und Yannick Gerhardt und vorne Leonardo Bittencourt, Anthony Modest und Marcel Risse. Bittencourt und ich glaube Risse haben uns im Hinspiel hoch reingedrückt. Wir haben verloren gegen Köln. Ja, wir wollen Rache nehmen auf jeden Fall. Wasserschneider mal wieder der Schiedsrichter, weil FIFA so kreativ ist. Und deswegen gehen wir jetzt rein und klatschen die an die Wand. Wir klatschen die jetzt weg. Oh, Volland direkt mit der ersten Gelegenheit. Ah, das wäre es natürlich gewesen, direkt zum Anfang der Partie nach ein paar Sekunden. Weil wird noch in der Partie gehalten. Das ist Manni Bender und zwar auf Romelu, ja, Lukaku, schade. Köln spielt hier leider Gottes, leider wieder extrem auf Sicherheit und überhaupt nicht mit offenem Visier, obwohl es für die um absolut nichts mehr geht. Ich habe jetzt schon auf sehr offensiv und hoher Druck gestellt, das heißt, bei uns geht richtig ab, aber bisher passiert halt noch nichts, weil die defensiv so unglaublich, ja, gestaffelt stehen. Vielleicht jetzt mal über Volland und in der Mitte wäre Sven Bender, schade. Piszczek, schade, auch das war ein schöner Versuch auf jeden Fall, aber Kessler ist da. So, fast die erste Halbzeit, beziehungsweise die erste Halbzeit ist fast vor, oh, was für ein Einwurf, fast vorbei, aber wir haben noch kein Tor erzielt, was natürlich so nicht sein darf. Rodriguez, Reus, so, da ist Ben Yedder und der spielt durch auf Bender und Bender in die Mitte und da ist Lukaku. Gibt das Elfmeter? Nein, das gibt keine Elfmeter, nochmal in die Mitte, schade, Bender war nicht da. Ben Yedder, Entschuldigung. Kurz vor der Halbzeit, Romelu Lukaku, das 1:0 für Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Das erste Tor, der erste Schritt ist gemacht und es ist natürlich unser Goalgetter, unser belgisches Biest, Romelu Lukaku, vorbereitet von Wissam Ben Yedder, der sich hier durchsetzt. Dann der kluge Pass im richtigen Moment und dann ist es der starke linke Kessler, chancenlos und 1:0. Halbzeit im Signal Iduna Park. Wie steht es bei Bayern? Das ist die große Frage. 2:0, Hannover kann auch gar nichts richtig machen. Okay, wir müssen ackern. Özyakub, wie der Wühlbüffel und der Außenpfosten. Schade. Sag ich auch viel zu oft, Mann. Herrlich und schade, die beiden Wörter dieser Serie. Köln hat das Visier jetzt ein bisschen geöffnet, deswegen gibt es Räume für uns. Ben Yedder, schafft die Flanke nicht, aber ich wollte auch ehrlich gesagt nicht diesen, was auch, weiß ich was für ein Elastico das da ist, machen, sondern, oh, Bittencourt, das war natürlich stark, sondern in die Mitte ziehen. Aber gut, Lukaku und das ist Özyakub, der kann aus der Distanz und wieder das kann. 60. Minute, 2:0 BVB, Ozan, Özyakub, unser türkischer Nationalspieler, richtig schönes Tor. Genauso will ich das noch sehen, weitermachen, wir brauchen das 3:0, wir wollen mehr Tore als die scheiß Bayern haben. No offense against Bayern. Jetzt gegen euch, liebe Bayern-Fans.
Ach, ich wollte noch anmerken, wir haben nur noch so eine halbe Defensive, weil ich habe auf totaler Angriff geschaltet. Anbringen. Da kommt der Schuss. Anschlusstreffer Köln, aber vollkommen scheißegal. Ich spiele ja sowieso mit offenem Visier. Ich will nur dieses dämliche Tor schießen, das dritte. Los! So, meinst du, wir wechseln ein bisschen offensiv? Ja, Rodriguez, Volland und Bender gehen raus. Pulisic, Riemann und Bojan kommen rein. Ja, richtig, das sind alles drei Offensivspieler. Pulisic spielt Linksverteidiger und Bojan Sechser. Ben, ja! Kessler ist da. Pulisic mit dem Kopfball. Ne, das war nicht Pulisic, das ist Pulisic. Und das ist Özyakub und... Ah, Pisscheck. Reus, Riemann, oh Gottes Willen. Alles klar, Polanski, ob du jemals so ein Tor schießen könntest. Reus war nicht im Abseits. 3:1, da ist das dritte Tor. Und ich glaube, Mustafi hat es vorbereitet. Unser sehr offensiv interpretierter Innenverteidiger. Und die Fans rasten aus. Das heißt, bei Bayern steht es noch 2:0. Da hoffe ich zumindest. Riemann legt da auf. Mustafi bereitet vor. Reus mit dem Außenriss. Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Nur noch auf den Linienrichter, während ich geschossen habe. Aber egal, 3:1. Özyakub, Lukaku, quergelegt, Özyakub, Lukaku, es war Ben Yedder, aber es ist egal, es ist das 4:1. Wir machen nochmal den Doppelpack in der Nachspielzeit hier, klar, beziehungsweise was heißt Doppelpack, aber auf jeden Fall nochmal zwei Tore. Ah, zum Glück spielt Köln jetzt auch mit offenem Visier, so wie ich das haben möchte. Özyakub mit der Vorlage, dann, ja, Lukaku hätte schon schießen sollen, legt quer, Ben Yedder schafft es nicht, aber Kessler auf Lukaku und der macht seine Bude wunderbar. Doch, ist ein Doppelpack für Lukaku, stimmt sogar. Und dann pfeift der pünktlich ab, so eine Sackratte, ich wollte noch das 5:1 machen, aber in Ordnung, wir sind deutscher Meister und endlich haben es auch meine Spieler realisiert und Köln ist komplett verzweifelt, warum, weiß kein Mensch, aber egal. Ja, deutscher Meister, jetzt die Meisterfeier, wir freuen uns natürlich tierisch, Lukaku, der Top-Transfer im Winter geholt für Aubameyang, ich habe kurzzeitig sogar zwischendurch mal über eine Rückholaktion von Aubameyang nachgedacht, das ist auch noch nicht vom Tisch in meinem Kopf, aber Lukaku hat sich so gut eingefunden und so gut präsentiert, dass wir den eigentlich definitiv nicht ersetzen müssen. Die Mannschaft feiert, wir haben allgemein einen klasse Kader zusammengestellt gehabt, wir hatten ein klasse Team, wir haben klasse Leistungen gezeigt und genauso wollen wir das noch haben. Hier sehen wir die Jungs, wie sie aufs Podest gehen. Ja, Lukas Piszczek, unser Kapitän, wird gleich die Meisterschale in den Himmel recken. Vielleicht ab nächster Saison Marco Reus, wer weiß, ob wir ihn zum Kapitän nennen, wenn wir den Piszczek auch ersetzen. Der ist mittlerweile ja auch schon in die Jahre gekommen, war eine der Identifikationsfiguren, deswegen werde ich ihn auf jeden Fall nicht verkaufen. So, und jetzt natürlich ein ganz schöner Moment. Es ist Ewigkeiten her gefühlt. Es waren zuletzt 3 Meisterschaften hintereinander für den FC Bayern München oder sogar 4. Und jetzt ist es wieder an der Zeit für Borussia Dortmund. Deutscher Meister 2016, so oft gesagt. Und jetzt können wir es endlich in die Luft recken. Die Fans können sich freuen. Und das ist natürlich ein wunderschöner Nachmittag hier im Signal Iduna Park. Wir sehen das Konfetti, wir sehen es regnen. Es sind ganz, ganz wenige Menschen auf dem Rasen. Das wäre niemals so in Realität. Aber FIFA hat in dieser Hinsicht halt noch Nachholbedarf. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sehen die Spieler, wir sehen Riemann, der seinen ersten Meistertitel feiert. Und wir sehen die Jungs, wie sie in die Südkurve stürmen. Zu den Fans, zu ihrer, zu ihrer Kurve im Endeffekt, zu den Ultras, die sie die ganze Saison unterstützt haben. Und wir sehen, wie die Fans diesen Erfolg feiern. Die ganze Mannschaft ist zusammen da, ist geschlossen da. Und genauso wollen wir das sehen. Wir haben eine Mannschaft geformt und nicht nur einfach eine Zusammenstellung von guten individuellen Spielern, sondern eine Mannschaft, die als Team funktioniert oder eine Truppe, die als Team funktioniert. Das Feuerwerk ist mal wieder komplett gut erkennbar am absoluten Tageshimmel. Aber ist ja auch egal. Wir sehen das Meisterschaftsfoto der Saison 2015-2016 und beschließen damit dann gleich hier diesen, ich sag mal, Karrieremodus, Abschnitt, wie auch man es nennen will. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir ins Menü. Die anderen Spiele, Bayern auch mit 4:1. Ach du meine Güte, das heißt, wir haben es doch nicht geschafft, wir haben gleich viele Tore, aber Gott sei Dank hat Lukaku noch die Bude gemacht. Ja, und damit sind wir durch mit dieser Saison. 14 Millionen gibt uns unser Vorstand gnädigerweise dafür, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Wir trainieren mal eben unsere Mannschaft. Und Oxford steigt, wie ich es angekündigt habe. Der Torhüter des Turniers ist Loris Karius, der ja auch bei uns im Gespräch war. Den goldenen Schuh gewinnt Thomas Müller. Und der Spieler des Turniers ist auch Thomas Müller. Die Bayern. Typischer Bonus.
Aber unsere Leistungsdaten gucken wir uns trotzdem an. Timo Horn, 12-0 in der Bundesliga in 32 Spielen, ist um 1 gestiegen auf 82. Lukas Piszczek um 1 gestiegen auf 81, ein Tor und eine Vorlage. Ja, Skodra Mustafi, ein Tor, zwei Vorlagen, 35 Millionen hat er gekostet, mittlerweile in 33,5 Marktwert. Richtig gute Entwicklung genommen. Oxford plus 8 in der Saison, 3,8 Millionen Marktwert, 26 Mal gespielt. Als 17-Jähriger kann man das mal vorweisen im Lebenslauf. Rodriguez im Winter für 28 Millionen gekommen, hat 4 Tore gemacht und eine Vorlage, 29 Spiele. Auch sehr ordentlich, ist um eingestiegen auf 83. Sven Bender auch um eingestiegen, 2 Tore und 3 Vorlagen. Gerade am Anfang eine sehr wichtige Säule im Kampf um die Meisterschaft. Kevin Volland hat sich mit der Zeit gesteigert. Für 29 Millionen gekommen, jetzt 27,5 Wert um 2 gestiegen, ein Tor, 3 Vorlagen. Nicht die beste aller Saisons, aber das wird eventuell noch. Ist er mit seinen 23 Jahren noch jung. Ozan Özyakup mit 10 Toren und 5 Vorlagen. Absolut geniale Saison. 27 Millionen hat er gekostet. Mittlerweile vom Marktwert her auch fast an diesen Wert dran. Ist um 2 gestiegen und hat 82 mit 23 Jahren. Marco Reus 87 ist gestiegen, 6 Tore, 9 Vorlagen, also auch 15 Scorerpunkte, 51 Millionen hat er mittlerweile an Marktwert, ziemlich nice Summe. Romelu Lukaku für 44 Millionen gekommen und hat in 14 Spielen 9 Mal genetzt und 2 Mal vorgelegt, der Junge ist auf jeden Fall einer für die Zukunft. Ousmane Dembélé ist auch für die Zukunft, 7 Spiele, 1 Tor, 10 Millionen, 19 Jahre, 75, aus dem wird noch viel werden. Felix Passlack zum Ende hin ab und zu mal gespielt, 7 Spiele, eine Vorlage und 4 gestiegen in der Saison, der wird auf jeden Fall noch eine große Zukunft für uns haben. Roman Weidenfeller immerhin 10 Mal gespielt, gerade in der Hinrunde eine wichtige Säule gewesen. Gonzalo Castro 21 Mal auf dem Platz gestanden, 5 Vorlagen, ein Tor, 22 Millionen hat er gekostet, zumindest nach den offiziellen Angaben von FIFA, hat eine solide Saison gespielt in seiner ersten für Borussia Dortmund. Divock Origi kam von Liverpool, hat nicht ganz überzeugt, wurde am Ende aber dann wieder besser. Er hat seinen Marktwert auf 9 Millionen erhöht, ist dementsprechend mehr wert, als wir bezahlt haben und hat auch immerhin 4 Mal getroffen. Ben Yedder für 14 Millionen kommt mittlerweile vom Marktwert her auch fast da dran. 7 Tore, 7 Vorlagen, geniale Saison dafür, dass der oft nur eingewechselt wurde. Shinji Kagawa immerhin 18 Mal gespielt, allerdings konnte der mich nie wirklich überzeugen, immerhin trotzdem plus 1 gestiegen. Bojan auch plus 1 gestiegen, auch der hat nicht hundertprozentig überzeugt, nur 11 Spiele, er hat noch 7 weniger als Kagawa, aber dafür 2 Tore mehr. Jon Gorenc Stankovic nicht gespielt, keine Rolle gespielt, aber plus 3 gestiegen, läuft bei ihm. Mahmoud Dahoud für 5 Millionen gekommen, 10 Spiele, 3 Vorlagen in seiner ersten Saison, soll verliehen werden, genauso wie Stendera, hat sich aber gut gemacht. Marian Saar 2 Spiele zum Ende, trotzdem plus 3 gestiegen, ist in Ordnung, auch der soll verliehen werden. Marc Stendera, gerade angesprochen, nur 5 Spiele in der Bundesliga und ein Tor gemacht, soll auf jeden Fall verliehen werden, hat seinen Marktwert aber bereits erreicht mit 7,5 Millionen. Erik Durm plus 1, 19 Spiele, 2 Vorlagen, hat eine ordentliche Saison als Backup gespielt. Joachim Arm kam zum Saisonende erst zu unserer Mannschaft dazu, 18 Jahre alt, 58, nicht ideal, aber immerhin 2 ja, Spiele und eine Vorlage. Patrick Fritsch hat keine Rolle gespielt, ist aber auch um 3 gestiegen. Christian Pulisic, ein Tor und zwar als Derby-Held. Ansonsten, ja, die Form nicht super, aber plus 4 gestiegen. Matze Ginter, nur 2 Spiele, keine befriedigende Saison für ihn. Moritz Leitner, nur 1 Spiel, auch für ihn nicht gerade die tollste Saison. Marvin Ducksch, 3-mal gespielt, nie getroffen, ja, hat's halt nicht drauf. Park Yo-ho, totaler Flop. Marcel Schmelzer, nur 5-mal gespielt, schade, ich glaube, ich werde den noch leider verkaufen. Ömer Toprak, ganz unbefriedigende Saison für ihn, 21 Millionen hat uns gekostet, nur 8-mal gespielt, von Oxford verdrängt, bitter für ihn. Sokratis, ja, 84, wurde von Mustafi verdrängt, 18 Spiele gemacht, momentan nicht so gut drauf, vielleicht wechselt auch er. Und wir kommen zu den Leihspielern, Blaschikowski bei Florenz minus 1, aber, ja, die Werte nicht so schlecht. Yannick Bandowski hat sich bei, ja, 1860 München ein bisschen entwickelt, von den Stats her plus 3, läuft auf jeden Fall. Galetna Ray hat sich ebenfalls entwickelt bei Paderborn. Ja, plus 1 ist in Ordnung. Pascal Stenzler hat bei Freiburg ab und zu auch gespielt und hat immer ein plus 2. Joseph Claude Jo hat ab und zu mal bei Auxerre gespielt und hat auch plus 2. Julian Weigel hat bei Darmstadt eine ganz wichtige Rolle gespielt. 32 Spiele in der Bundesliga und plus 2, 76 mit 20. Große Zukunft auf jeden Fall. Sauerland, ja, spielt bei Morecambe eine ganz wichtige Rolle anscheinend und hat plus 4. Reimann bei Crew Alexandra wahrscheinlich auch, aber nur plus 1. Henrik Bohnmann, keine Entwicklung. Mikel Merino, verliehen an Heidenheim, immerhin plus 3. Janis Burnic, verliehen an All-Irgendwas, Al-Kadjigia, ja, plus 4. Und damit sind wir durch. Es war eine schöne Saison und die wird jetzt beendet, bzw. fortgesetzt mit der Türkei.
Er hat mir gesagt, ich soll Moore in den Kader berufen, aber mit 60. Sorry, nee. Wir trainieren nochmal und ich teile euch eine Entscheidung mit, denn ich werde diese Saison jetzt gleich noch beenden. Das internationale Turnier aber nicht vollkommen in dieser Episode spielen, sondern in der nächsten. Das heißt, da haben wir dann schon mal den Saisonstart inklusive des internationalen Turniers, wo wir mit der Türkei antreten werden. Ich weiß nicht, welcher Cup das ist. Das ist die EM. Was für ein Schwachsinn. Dämliche Aktion. Aber egal. Auf jeden Fall wird das dann kommen. Und naja, eure Transfervorschläge könnt ihr dann aber auch schon geben. Keine Sorge. Das heißt im Endeffekt, ich werde gleich im Voraus aufnehmen und vielleicht schon ein bisschen von der Transferphase spielen. Oh, Dembélé steigt auf 76, aber macht euch keine Gedanken, ihr werdet lange genug Zeit haben, eure Vorschläge reinzuschreiben und genug Zeit haben, Entscheidungen mitzufällen. Alexander Konko hat übrigens seinen Vertrag aufgelöst, der war mir auch nicht gut genug, um ihn zu holen. Überraschung, Bayern hat den Pokal gewonnen, wie alle Spieler des Turniers. Nach dem Monatsbericht ist unsere Jugendmannschaft extrem dezimiert auf genau einen Spieler und das ist Petrovic aus Serbien. Eieiei. Und es ist eine Aktion fällig. Die Leihgebühr für den Kollegen Reece Oxford, werden wir ihn verpflichten? Natürlich werden wir das. Möchte 40.000 Gehalt, aber die hat er sich ehrlich gesagt nach der Saison auch auf jeden Fall verdient. Wir binden ihn hoffentlich für 5 Jahre und wir sagen ihm jetzt schon, er ist wichtiger Stammspieler. Mal sehen, ob er es annimmt. Reece Oxford hat das Angebot akzeptiert, ist damit unser erster offizieller Neuzugang und stößt zu der neuen Saison zu uns. Herrlicher Deal. Mensch, ey, ihr seid hier richtig Captain Obvious. Wir trainieren wieder die gleichen Spieler wie eigentlich immer und haben zweimal A bei Paslak und Dembélé. Ich will, dass Özyakup seine 83 erreicht, damit ich Mustavi trainieren kann. Mein Gott. Die Spieler sind jetzt abgestellt, das heißt, das internationale Turnier geht bald los und dementsprechend beenden wir nach diesem Training jetzt gleich diese Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen und euch hat die Meisterschaft richtig Freude bereitet, wenn ihr Dortmund-Fan seid, beziehungsweise Fans dieses Karrieremodus. Wenn das der Fall sein sollte, lasst nochmal einen Daumen nach oben da, vielleicht schaffen wir 1500 Likes für diese Episode. Wäre richtig episch. In der nächsten geht es dann weiter mit der Türkei bei der Euro 2016. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Wir sehen uns dann, ich denke mal, für euch übermorgen wieder. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.